Hallo Leute, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare Projekt Armata PvP. Heute geht es um Typ 69, aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich eine Nachricht euch erzählen. Und zwar, PvP-Gefechte sind wieder an. Die letzte Match von PvP könnte ich dann nicht fahren, die waren irgendwie aus, also die kleinen stufigen Panzer könnte man nicht fahren. Jetzt sind sie wieder da und ich freue mich drauf. Ansonsten Freunde, heute geht es um Typ 69 Tier 2er. Und ja, wie von mir gewohnt, werden wir erstmal die Geschichte erfahren in der Garage von dem Panzer. Also als allererstes, das ist ein China-Tank, und ja, was hat er denn so, dieser Panzer? Also Klasse, Hauptkampfpanzer, beziehungsweise seine Klasse ist eigentlich Mitteldenk. Aber da oben steht Hauptkampfpanzer, Schrägstrich Mitteldenk. Dann, was hat er, dieser Panzer, so, wo man sagen kann, ja, der hat, ist geil und mächtig und so weiter. Auf jeden Fall, der hat eine bessere Panzerung als alle anderen seine Stufen und seine Klassen, und der hat mehr Strukturfreunde. Und zweitens, der hat eine Bewaffnung, also eine mächtige große Frontkanone, sprich 100 mm Gun, wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich selten. Ja, diese zwei Punkte sind die Punkte, was dieser Panzer hervorstechen lässt. Jetzt kommen wir zu seiner Geschichte, und da habe ich sehr viel euch zu erzählen. Also wie gesagt, bei der Klasse steht jetzt ein Mitteldenk. Herstellungsjahr. Ja, zwischen 1982 und 1984, also der wurde 2 Jahre gebaut. 1982, da wurde ich geboren. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Ja, aber seit im Einsatz in China seit 1982, also der wurde gebaut, Tests wurden durchgeführt und im Einsatz genommen. Was interessant ist, Freunde, das ist das Herstellungszahl, und zwar 3500 Mal, also 500 Mal, 3500 Mal wurde er gebaut in 2 Jahren. Freunde, mal überlegen, 1982 war die Technologie noch nicht so wie jetzt, also jetzt gibt es so viele Maschinen, die Teile herstellen und so weiter. 1982 war es nicht so, und es wurden trotz allem 3500 Stück hergestellt, diesen Panzer. Ja, mein geht ja weiter, und zwar, ich habe jetzt eine kleine, kleinen Vorgeschmack auf diesem Panzer. Typ 69 war der Variante, den Typ 59, der wiederum war eine lizenzierte Kopie von sowjetischen Tank T-55A, Freunde. Ja, und dazu würde ich euch gerne was zeigen. Und zwar, ihr seht diese Schräge hier vorne, das ist typisch sowjetische Zeichen. Die erste Schräge haben wir an dem T-34. Dort war die erste Schräge, also diese Schräge eingebaut worden, damit Munition abprallt. Dann haben wir einen weiteren sowjetischen Panzer mit so einer Schräge, das ist jetzt der T-44 und so weiter. An dieser Art von Panzer haben viele sich versucht, auch Deutschland hat es versucht, diese Schräge reinzubringen. Die ersten Schrägen werden wir am Panzer Leopard sehen. Diese Schräge wurde da eingebaut. Dann Tiger 2 wurden genauso eine Schräge reingebracht. Die wollten es halt kopieren, den T-34er, aber hat nicht so geklappt, wie es sein sollte.
T55A ist die Erweiterung von T55. A bedeutet Atombombenschutz bzw. Atomstrahlungsschutz. In diesen Jahren wurden die ersten Atombomben getestet und die Entwickler von dem Panzer hatten jetzt noch etwas, von was sie ihren Besatzung bzw. den Panzer schützen müssten. Nicht nur von Feuer von Panzer und Kanonen, sondern auch von einem Atomstrahlung. Deswegen dieses T-55A. Das ist der erste Panzer, was mit halt Schutz von Atomstrahlung war. So, jetzt dieser Tank, also Typ 69, wurde geliefert eine Reihe von Staaten, und das stimmt, ich werde euch diese Städte mal vorlesen, und nahm in einem Kampf im Nahosten teil, also dieser Panzer. Jetzt werde ich euch mal vorlesen, in welche Staaten die diese Panzer geliefert wurden, und zwar Albanien, dann Bangladesch, Zimbabwe, Iran, Irak, China sowieso, Myanmar, Pakistan, Thailand und Sri Lanka. Ja, der letzte Staat mit seinem komischen Namen, aber anscheinend gibt es so eine Stadt oder so ein Land. Ja, in diesen Städten wurde dieser Panzer auch geliefert, hergestellt und geliefert, die 2 Jahre lang. Wurde gebaut wurde. Ja, Freunde, warum nicht? Der war auch ziemlich gut gemacht, also muss ich euch sagen, der wurde sehr gut gebaut, also mit seinem Schutz und so weiter, mit so einer Kanone. Ihr seht auch hier Panzerung an dem Turm 200 und Panzerung an den Wanne 100 vorne mit schräge Meer. Ja Leute, so viel von der Geschichte von unserem Typ 69. Wir gehen jetzt zu dem Gefecht mit diesem Panzer, also PvP-Gefecht, werde ich euch zeigen. Ich hoffe, der wird euch gefallen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich wünsche euch viel Spaß und ich sag's nur, Gefecht ab! So, willkommen Freunde, Tier 2er Gefecht, PvP, ich fahre jetzt, wo meiste unsere Jungs hinfahren. Das ist so geil gemacht jetzt. Jetzt hat er gemeint, ja, Fahrer, fahr vor, Lader, warte auf weiteren Befehlen und so, so geil. Ich weiß nicht, wohin ich fahren muss, also soll. Auf jeden Fall, hier ist die Base. Hier sind die ersten Gegner. Mal gucken, ob wir hier so schon was sehen werden. Ich bin viel zu offen, Freunde. Kann ich hier was schön einvisieren? Shit, da war dazwischen was. Kann ihm nicht einvisieren und hier ist die Leiche von... Das stört ein bisschen. Jawohl, habe ich geschafft. Shit. Daneben geschossen. Ja,
Aber jawohl. So. Jawohl. So, das machen wir sehr schön. Wir müssen aber auch auf die Map achten. Abpraller. Ich will diesen T1 haben. Sehe ich auch. So. Wir machen weiter. Daneben geschossen. Also die Jungs sterben irgendwie ziemlich schnell. Komm schon, verreck doch. Komm schon. Komme ich nicht durch. Freunde, das ist echt krass. Oh, ich muss da weg. Jawohl. Jawohl. Ich hoffe, die werden, meine Jungs werden mit dem klarkommen. Shit, das ist viel zu schnell. So, ich fahre jetzt nach vorne. Ich sehe da keinen Gegner. Ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen. Also die Gegner sind irgendwo. Also einer. Okay, wir haben es geschafft. Sieg, Freunde. Ich hoffe, die Aufnahme war okay. Und wir gehen jetzt zu der Statistik, Freunde. So Leute, willkommen zu der Statistik. Und zwar, ohne Premium habe ich folgendes. Erfahrung 2217, Kohle 22.790 gesammelt. Mit Premium wäre es mehr, ihr seht. Schaden 2748, ausgescoutet 20, ich war guter Scouter. Einmal habe ich gekillt. Dann hier, Moment. Hier, ich habe was ist das? Moment, Freunde, ich muss kurz mich hier. Kurz hier mal gucken. Hier, genau. Freunde, das war das, was ich halt nie gemacht habe. Also hier, welche Panzer und so beschädigt und so. Ja, und wie viel halt. Ne? Also, hier seht ihr. Dann. So, jetzt gucken wir mal. Per Schaden bin ich gar nicht mal so übel gewesen, Freunde. Ich bin dritter Platz. Kill einem. Ausgescoutet.
zweiter Platz. Und per meiner Auskautung, ja, war ich in der Mitte. Weil ich habe ausgescout und jemand hat geschossen halt. Ja, Punkte bekommen bin ich auch. Aber mir ist wichtig Schaden, denn Freunde, ich muss sagen, ein Kill kann man klauen. Und ja, ich habe ausgescoutet 20 Stück, also mal gucken. Also per Auskautung bin ich auch im zweiten Platz, jemand hat 23 ausgescoutet. Ansonsten, Freunde, ja, gucken wir noch. 14 Schuss abgegeben, 9 davon getroffen, 5 daneben geschossen. Hier mal 3 natürlich alles, am Ende 21.715 rausbekommen und ja, ich hoffe, dieser Match hat euch gefallen und wenn ja, ja, ein Like nach oben, kommentiert und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Armored Warfare Projekt Armata PvP. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Eure Lone Wolf, haut rein, schönen Tag noch, tschüss.